Nachdem ihr dachtet, die Schlange habe keine Einheiten mehr, um euch zu überfallen, da marschierte plötzlich eine gigantische Armee in Richtung eurer Burg. Es waren die Herzoge Borigar und Wulp. Ihr und euer Sohn konntet noch rechtzeitig fliehen, doch die Burg und alle Güter waren verloren. Der Graf: Das kann doch nicht wahr sein. Wie konnte ihre Macht nur so wachsen? Ich muss dies dem König mitteilen lassen. Wenn die Herzoge nicht bald vernichtet werden, ist alles verloren. Der Graf erinnerte sich an die Länderei des Verbündeten von Herzog Wulp. Dort flüchteten sie auch, um in dieser Länderei ihre neue Burg zu errichten. Der Graf: Wir müssen schnell handeln. Herzog Wulp wird sicherlich schon die Botschaft mitgeteilt, dass sein Verbündeter von mir umgebracht worden ist. Er wird sich auf den Weg hierher machen. Aufgabe: Baut eine neue Burg auf und produziert Waffen für einen Angriff auf die Barbaren. Das Kloster hat Güter versandt, als Dank für eure Hilfe. Okay, mal wieder Güter scheffeln. Wir kennen es, deshalb auch auf Schwierigkeitsgrad normal. 21.000 Gold scheffeln, 140 eiserne Rüstungen, 140 Schwerter. Yo, heia, heia, hei, das kann ein bisschen dauern. besiegt alle feindlichen... Wir haben bestimmt wieder eine Zeitbegrenzung. Besiegt alle feindlichen Einheiten, vollendet die Burg. Aber diesmal grausamer Angstfaktor. Na gut, damit kriegen wir schneller die Güter zusammen. Das ist jetzt halt gut die Frage. Wollen wir es gleich am Anfang machen, um schneller die Güter zu kriegen, oder machen wir es erst gegen Ende, damit wir lang genug effektiv kämpfen? Oder wenn wir es erst ganz am Ende? Mal gucken, wie es so hinhaut. Wenn nicht... Platziert euren Kornspeicher, Sire. Hallöchen, wow, nicht so schnell, liebes Spiel. Cornus Speicherus Platzierus. Wo denn? Machen wir den wieder... Ja, kommt, machen wir es klassisch. Machen wir es klassisch. Das passt so. Vorratslager ist auch ein bisschen lustig platziert, aber das können wir zum Glück endlich mal größer machen. Ei. Oh, wir haben sogar ziemlich viel gut. Und die Karte kennen wir doch. Pausieren, Menschenskind. Und zwar ist das die Karte... Jetzt, spätestens jetzt dürften es die meisten erkennen. Das ist die Karte, an der wir schon gegen den Verbündeten von Herzog Wulp... Ich weiß immer noch nicht, ob ich den Wolpe oder Wulp aussprechen soll. Wolpe klingt für mich einfach so... Ich lasse es bei Wulp, das finde ich cooler. Und ja, wie gesagt, die Karte kennen wir schon. Kann es sein, dass die Gegner auch von hier kommen? Ist hier ein Wegweiser? Da ist ein Wegweiser. Schade, es wäre cool, wenn die auch von hier kommen. Aber gut, wenn die von hier kommen, ich glaube, die haben dann viel eher das Verlangen, irgendwie die Mauern hier kaputt zu machen, anstatt darüber zu laufen. Und Kavallerie hätte ja auch keine richtige Chance. Okay, das ist auch, wie wir es dachten. Sind das unsere Gebäude? Anscheinend nicht. Das heißt, die Gegner haben ein bisschen Malus. Das ist schön. Na gut, was wollen wir machen? Nahrung. Was können wir machen? Eine Botschaft alles. Des Wolfs. Ja, wie geil. Ihr werdet keine ruhige Minute mehr haben. Das Volk ist entzückt über eure bevorstehende Vermählung. Wolfi, ich hasse es, wenn du recht hast. Naja. Der Witz ist auch schon alt, verdammt. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Das wurde alles schon in meinem Hörspiel abgedroschen. Also, ich meine jetzt nicht die Frau, sondern die Witze. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ja. Wunderbar. Bäume. Alle Bäume weg. Hinfort. So. Das dürfte fürs Erste reichen, was Holzfälle angeht. Wir brauchen noch Hütten. Die machen wir mal da unten hin. Es sind eh noch zu viele Bäume im Weg. Und dann müssen wir überlegen, auf was gehen wir, was Nahrungsmittel angeht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, ich glaube, ich werde so weit gehen, dass ich dann doch erstmal Apfelfarmen mache, aber später auf Brot umsteige. Die gute alte Brotuktion ist immer noch das Effektivste. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, meine Herrschaft über dieses Land in Frage zu stellen? Nun, ich glaube nicht nur, wer ich bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Utwin bin, aber ich hoffe, du belehrst mich eines Besseren. Nachher kommt irgendwas raus. Utwin, ich bin dein Vater. Was? Was? Nein! Das ist das schockierende Ende dieser Kampagne wahrscheinlich.
Moment mal, das kann doch gar nicht sein. Mein Vater wurde doch von Burigar in die Falle gelockt und vom Wolf getötet. Wie kann die Schlange mein Vater sein? Was? Hilfe, das ist alles zu kompliziert. Wollen wir nicht langsam mal eine Waffenkammer dann machen? Wir benötigen Holz. Ah, deswegen wollen wir keine machen. Das ist halt die Frage, warten wir aufs erste... Ach ja, das bisschen können wir warten. In Ordnung. In Ordnung. Verendet die Burg. Soll das so abgesteckt sein, wie groß unsere Burg sein soll, glaube ich, weniger. Ich mache sie kleiner. Ich mache das Wichtigste in die Burg rein. Wir benötigen mehr Holz. Aber ich könnte damit schon mal anfangen. Das Volk ist entzückt über eure bevorstehende Vermählung, Sire. Wolfi, hör auf, so zu grinsen. Ich sehe es ganz genau. So. Machen wir dahin? Machen wir dahin. Yeah. Waffenkammer? Waffenkammer machen wir dahin. Passt schon. Und wer bist du? Adelheid Kessel. Okay. Kessel Flicker. Flicker. Mit L. Mann. Ich hasse es, wenn irgendwas durch den Kopf geht. Und ich das erstmal so lese. Ich habe mir schon gedacht, Moment mal, da steht jetzt nicht wirklich. Ah, nee, steht Flicker. Alles klar. Obwohl mir erstere Version auch irgendwie. Also, die fände ich schon lustig. Achtung! Armbrustschützen. Ich mag euch. Eisen? Eisen. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. So, erste Nahrung, verdammt. Das muss jetzt echt mal ein bisschen hin. Was ist denn das? Apotheke, Hütte, Gerberei. Bla bla bla. Machen wir die ersten Apfelplantagen mal dahin. Dass wir überhaupt was haben. WP. Ich meine, wegen Reh. Hehe. Und mal was für die Rehe. So, dann mal. Erste Getreidefarm. Komm, der Baum war doch vorher nicht da, oder? Wollt ihr mich verarschen? Wie groß will ich die Burg machen? Das weiß ich halt noch nicht. Eins, zwei. Reh im Weg. Ist das? Ah, Tatsache. Das ist unsere Kirche. Na, dann ist ja alles gut. Ja. Zwei Getreidefarmen. Ich bin zwar nicht so scharf auf Blumentöpfe, aber ich würde mal sagen, wir gewinnen keinen Blumentopf damit. Gut, ganz ehrlich, was will man auch so mit so einem Kack-Blumentopf anfangen, wenn man belagert wird? Wir haben das Volk huldigt euch. Wollte schon sagen, wir haben doch garantiert Lust. Das heißt, das hätten wir auch schon mal früher machen können. Aber egal. So, dann machen wir mal unsere ersten Grundzüge unserer Burg. Die machen wir wirklich nicht allzu groß. Alter, sind die Bäume riesig. Die nehmen echt viel Platz weg. Ich würde echt mal darauf gehen, jetzt mal ordentlich Holzfäller zu bauen, dass wir hier Bauplatz für unsere Burg haben. Unsere Apfelgärten sind kahl, my lord. Ja, zum Glück. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. So viel zu unserem romantischen Traum. Oh ja, oh ja. Bis wir das Getreide haben, können wir doch ein paar Äpfel kriegen. Ja, ganz lustig, ganz lustig. Mann. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, genau. Das ist es, was dabei rauskommt. 1, 2, 3, 4. Ein fünfte will ich schon haben. Oh, wir können nur böse Sachen bauen. Aber okay, ich lasse es erstmal mit dem Beliebtheitsfaktor, den ganz leichten. Wo sind überhaupt die Gärten? Dann würde ich den... Obwohl, das plus 1... Das Volk liebt euch, mein Bringt uns zumindest ein bisschen was wegen den Steuern. Ja, ein bisschen Nahrung wäre halt nicht schlecht. Ich glaube, ich habe zugleich da Probleme mit meiner Beliebtheit, aber nur ganz leichte. Also, es ist nur so, dass Leute mich mit Steinen bewerfen und mit Fackeln vor meiner Burg stehen. Es ist noch nicht kritisch. Sie haben zumindest noch keine Waffen. Eine Botschaft von eurem Informanten. Man hat Spuren von Tieren in der Umgebung ausgemacht, Sire. Ich hoffe, ihr meint die Rehe.
denen habe ich keine Probleme. Mit denen lege ich nicht im Streit. Ich habe einen Waffenstillstand mit den Rehen ausgemacht. Also so im Sinne, besser gesagt, wir haben ein Handelseinkommen. Ich schicke ihnen Pfeile und sie schicken mir Fleisch. Von daher passt das schon. Ich brauche jetzt Platz in meiner Burg. Ich brauche erste Waffen. Stimmt. Kuhfarm brauche ich auch mindestens eine. Die mache ich mal dahin, weil ich glaube, da wird dann auch irgendwo mein Torhaus sein. Mein Hintertorhaus. So. Yay, ich sehe schon. Jetzt habe ich gerade die Kühe platziert. So, jetzt kommt es halt. Unsere Kühe werden durch eine eigenartige Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Ha, ha. Lasst mir doch in Ruhe. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Ich will ungestört sein. Und wer ist frickt mich jemand, warum ich den Staubsauger mitnehme? Lanzen. Die bringen uns Gold. Ein paar können wir verkaufen. 5 Stück lassen wir mal, falls wir im Notfall doch mal Lanzenträger brauchen. Ich glaube zwar nicht, dass diese Situation eintreten wird, aber... Schatzkammer leert sich. Erst das Getreide. Wir benötigen Holz. Scheiße. Wir haben so viele Holzfäller, das gibt's doch nicht. Die Bäume sind echte Plage. So wie es in der Kampagne war, die Wölfe sind um diese Jahreszeit eine regelrechte Plage. So kann man das sagen, die Bäume sind in dieser Jahreszeit eine regelrechte Plage. Rottet sie aus. Mach mal das hier. Hey, endlich mal Früchte. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Wir kosten die Früchte unserer Arbeit. Haha. Ach komm, mach mal die Mühlen dahin. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Dann mache ich wirklich so, dass der Kornspeicher optimal genutzt wird. Wir benötigen Holz. Die Bäcker gleich dazwischen. Das wird geil. Es kommen Leute zur Burg. Nein, wirklich? Wo kommen die denn her? Weg! Eine Botschaft. Verscheucht sie. Die Kundschafter melden Wolfsrudel, die sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Welche Vorräte bitte? Oh Mann. Ja. Wir haben leichte Probleme, würde ich sagen. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Naja. Wohlgesonnen. Ich weiß nicht. Das ist eine Ansichtssache. Nicht wahr, werte Adelheid Kessel... Flicke. Mann. Muss man sich schon anstrengen. Oh, nö. Blöden Bäume. Ey, überall die Bäume. Das hört einfach nicht auf. Aber hier kriege ich es zumindest so hin. Ach komm, ziehen wir die Mauern zumindest schon mal so, dass die um die Bäume rum ist. Aber da ich schon ein bisschen Orientierungshilfe habe, wie ich das vorhab. Die Leute verlassen die Burg. Ja, natürlich verlassen sie die Burg. Was sollte man auch anderes tun? Mann. Wir kriegen ja kein kleines Torhaus hier hinten rein. Aber gut, wenn wir das so machen, dann haut das gut hin. Da hätte ich dann gern auch noch ein Torhaus. Verflucht. Die Torhäuser sind in dieser Jahreszeit eine regelrechte Plage. Oder hat er gesagt im Winter? Ich glaube im Winter hat er sogar gesagt. Ach, ihr wisst schon. Jetzt haben wir eine sehr längliche Burg. Kalif lässt grüßen. Ein bisschen breiter kann sie schon werden, oder? Sieht dann zwar blöd aus wegen dem Torhaus, aber ein ganz kleines bisschen mehr geht schon. Ich möchte noch ein, zwei Gebäude mehr hier hinkriegen. Also zumindest 4. So in etwa. Wird dann blöd wegen Torhaus, aber... Das können wir ja sogar ein bisschen weiter nach außen machen. Wird schon funktionieren. Nehme ich einfach mal so jungdreist an. Im Leichtsinn meiner Jugend behauptet man schon mal so vieles. So. Ja, ich würde sagen, wir haben schon erste Grundzüge. Unsere Burg nimmt erste Grundzüge an. Alter Walter. So. 3 Stück dürfte reichen fürs Erste. Dann hätte ich jetzt mal gerne erste Pfeilmacher. Es kommen Leute zur Burg. Alter, die... Das ist echt unglaublich, die Bäume. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire.
Irgendwann sind sie weg. Irgendwann haben wir sie verscheucht. Wir brauchen mehr Eisen. Vorher haben wir Probleme. Alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Nein, natürlich habe ich mich nicht erschrocken. Wie kann man sich denn was schrecken bei so einer Nachricht? Mann! Gibt's ja echt nicht, ey. Warum müssen es immer die Wölfe sein? Und los! Ich bin nicht so der Freund von Herzkasper. Die Wölfe streifen umher, Sire. Gibt vielleicht Leute, die stehen drauf, aber ich bin nicht so derjenige, der gerne Herzinfarkte hat. An, my Lord. Also ich weiß nicht, was die jagen, aber... Ah, die Kinder, alles klar. Ja, mein Freund. Ich weiß nicht, ist das irgendwie... Gut, es ist ein Mönch und kein direkter Priester, aber... Ist es beabsichtigt vom werten Herr Kevin Scheffel, dass der Mönch zufällig neben den Kindern steht? Aber ich glaube, der möchte meinen Mönch haben. Gehen wir, Bruder. Na, gut, es ist denen auch nicht zu verübeln, da ist halt eine Menge dran. Sehr versuch wohl. Versuch mal außenrum dich zu schleichen. Ja, von mir aus nimmt Gott mit. Lauf, Mönch! Ja, gut, dann kämpf. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Er fließt einfach überall hin. Mehr Häuser braucht das Land. Och nö. Eure Lordschaft. Na kommt, geht mal hier drauf und schießt. Für Wölfe reichen Bogenschützen ja wunderbar. Sind in die Stadt gekommen, my Lord. Yay! Keine Veränderung in der das heißt, wir können gut Steuern erheben und haben noch großen Plus. Euch, großes Plus. Großen Plus. Wir haben voll krass großen Plus. Allah. Alter. Eure Beliebtheit steigt. Alter, ihr. Yeah. Gab's auch mal diese Verarsche von der GameStar. Mit Alter, ihr. Von Assassin's Creed 1. Ey, das ist der Neue in unserer Runde. Alter! Alter, ihr. Was?